Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich drei Tipps für deine Meditationsroutine. Aber starten wir doch erstmal damit, warum solltest du meditieren? Warum lege ich euch Meditation seit Jahren immer wieder so sehr ans Herz? Für mich war Meditation einfach der Schlüssel zu allem, im wahrsten Sinne des Wortes mein Lebensretter. Für andere ist das vielleicht Yoga oder Joggen gehen. Für mich war es Meditation. Zur Ruhe kommen. Gelassenheit finden, mir Selbstliebe schenken, auf meine Bedürfnisse hören und meine Bedürfnisse befriedigen können. Das alles ging mit Meditation einher. Meditation macht dich ruhiger, macht dich gelassener. Du kannst dich besser konzentrieren, du kannst besser schlafen, du kannst besser für deine Kinder da sein, eben weil du ruhiger und gelassener bist und deswegen auch den Herausforderungen und Problemen des Alltags viel besser entgegentreten kannst. So viel dazu, warum wir meditieren sollten. Und wenn du Bock hast, das richtig intensiv mal für dich anzugehen und dir eine echte Meditationsroutine zu schaffen, empfehle ich dir meine 6-wöchigen Meditationskurse. Das findet quasi bei dir zu Hause im Wohnzimmer oder Schlafzimmer statt. Du hast 6 Module mit verschiedenen Kurzmeditationen, perfekt für deinen Mama-Alltag. Und Tipps und Tricks, wie du dir deine Meditationsroutine tatsächlich im Alltag schaffen kannst und auch dranbleiben kannst. Link findest du, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Schau dir das sehr gerne mal an. Meine 3 Tipps für eine Meditationsroutine. Nummer 1, starte mit wirklich kurzen Meditationen von 5 bis 10 Minuten. Baller dir nicht gleich die 30-Minuten-Meditation rein. Setz für dich die Latte erstmal tief, nicht gleich hier oben, weil dann bleibt man motiviert und bleibt dran. Also, starte mit Kurzmeditationen, davon findest du auch ganz viel auf meinem Kanal. Nummer 2, schau für dich einfach mal, wann ist denn die beste Zeit für dich zu meditieren? Für einige ist das morgens, für mich zum Beispiel gar nicht. Ich meditiere am liebsten mittags oder abends. Also schau, was ist so deine liebste Zeit zum Meditieren? Wann passt das am besten in deinen Alltag? Und Nummer 3, vielleicht findest du einen Meditationsbuddy. Jemanden, der das mit dir zusammen machen möchte. Jemand, der auch zum Beispiel in 6 Wochen sich eine Meditationsroutine schaffen möchte und mit dem du das gemeinsam machen kannst, um sich auszutauschen, um dran zu bleiben. Und auch noch zum Thema Motivation. Warum willst du das machen? Was erhoffst du dir von der Meditation? Und für mich war eine Riesenmotivation am Anfang, weil ich mir da selbst ja auch noch nicht so viel wert war, habe ich es am Anfang nicht für mich getan, sondern ich habe es für meine Kinder getan, um für sie eine bessere Mama zu sein. Und vielleicht ist das auch deine Motivation. Also überleg dir auch am Anfang, was ist deine Motivation dahinter, mit dem Meditieren beginnen zu wollen. Und schreib dir das gerne auf ein Post-it, auf einen Zettel, auf eine Handy-Notiz. Und immer wieder, wenn du denkst, boah, nee, ach, heute ist mir nicht so nach Meditieren. Also heute bin ich so unruhig, heute kann ich gar nicht meditieren. Lass dir gesagt sein, genau dann musst du unbedingt meditieren. Dann schau nochmal auf deine Notiz, warum du ursprünglich überhaupt damit anfangen wolltest. Lass dich davon wieder motivieren. Also schreib das auch mit möglichst vielen Emotionen gespickt auf. Und dann mach's wieder. Bleib dran, bleib mal 30 Tage, 6 Wochen am Stück mal dran. Und dann ist der Knoten geplatzt und dann ist es Teil deines Alltags. Und dann kannst du diese ganzen Vorteile, die übrigens von Tag 1 an da sind, für dich und deinen Alltag nutzen. Solltest du Fragen zum Thema Meditieren haben, schreib die super gerne unten in die Kommentare. Schau dir meine Meditationskurse an. Sollte dir das Video gefallen haben, gib ihm gerne einen Daumen hoch. Schick es gerne an deine Freunde, die auch schon gerne mal mit Meditieren starten wollen. Und abonniere meinen Kanal, falls du das noch nicht getan hast. Und dann wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und bis bald. Tschüss!